Loop TV wird gepowert von Sony Minidisc. Disc your life. Willkommen bei Loop TV. Schön, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei seid, denn in der nächsten Stunde geht's bei uns wieder so richtig ab. Und zwar mit diesen Themen. Techno Queen Marusha. Zum Shoppen bei Thatchers. Oliver Ronsheimer. Auf dem Tri-Bike hoch hinaus. Jobdesigner Thierry Mugler. Ein Pionier der virtuellen Modenschau. Kareem Campbell. Ein eingefleischter Skater mit eigenem Label. Neben der notwendigen Portion Aufmerksamkeit braucht ihr jetzt noch einen Stift und eine Postkarte. Auf die schreibt ihr dann das Thema des Beitrages, in dem dieses Minidisc-T-Shirt aufkreuzt. Die Adresse gibt's wie üblich am Ende der Sendung. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dann den Minidisc-Walkman von Sony. Mit dem könnt ihr eure eigenen MDs aufnehmen. Und die erste bekommt ihr gleich von uns. Die dürft ihr natürlich nicht überspielen, denn da hat Marusha ihr Autogramm draufgesetzt und ein paar persönliche Worte an den Gewinner gerichtet. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Future Breeze, denn die wollten wissen, why don't you dance with me? Marusha ist nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der trendigsten weiblichen DJs. Unverkennbar ist ihr Markenzeichen, ihre grünen Augenbrauen. Nur von der schrillen Clubwear hat sie sich mittlerweile getrennt, denn sie steht jetzt auf Designerklamotten. Das Berliner Designer-Duo Thatchers ist da eine echte Entdeckung für sie. Marusha ist erwachsen geworden. Die flippige Techno-Queen hat sich zu einer stilbewussten Frau weiterentwickelt. Ihr Gespür für Mode trainiert Marusha beim Shoppen in den angesagtesten Läden von Paris bis New York. Dass sich Styles über Jahre hinweg verändern, ist völlig normal. Das kann sich so zusammensetzen, dass zum Beispiel heute die ravigen Klamotten, die heute getragen werden, sehr stark vom Hip-Hop beeinflusst sind. Diese ganzen Baggy-Hosen, aber nicht mehr in diesem Buntprogramm-Thema, sondern eben sehr gedeckte und Naturfarben. Diese Linie fährt auch das Designer-Duo Thatchers. Die beiden haben sich inzwischen weit über Berlin hinaus einen Namen gemacht. Ihr Stil, der irgendwo zwischen Clubwear und Couture liegt, sagte Marusha spontan zu. Eine wertvolle Neuentdeckung für die Modefachfrau, die auch immer Ausschau nach DJ-Berufsbekleidung hält. Die Sachen haben zwei Vorteile für mich. Sie sind bequem, sie haben Stoffe, wo man drin schwitzen kann und es trocknet aber dann auch wieder ganz schnell, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nur noch krank. Ich habe auch das ganze Jahr über immer Sommerklamotten im Gepäck, weil in den Clubs hat es einfach mal bis zu 50 Grad teilweise und von daher müssen es atmungsaktive Sachen sein. Neben praktischen Sachen legt Marusha auch Wert auf ein ausgefallenes Design. Da sie sehr viel in anderen Ländern unterwegs ist, sieht sie oft Trends, die erst später zu uns kommen. Marusha entdeckte mit den Thatchers eine neue Quelle, für die sie nicht mal reisen muss, sondern in ihrer Heimatstadt Berlin bleiben kann. Ganz zur Freude der Designer. Für sie ist Marusha die ideale Kundin. Die Frau, die eigene Ideen hat und halt das in verschiedenen Sparten auch umsetzt und eben so dieses neue Selbstbewusstsein der Frau auch repräsentiert. Ich finde Thatchers eigentlich sehr schön. Also mir würde jetzt nicht alles gefallen tatsächlich, aber es sind einige Sachen, die ich jetzt so angezogen habe für euch, die finde ich sehr schön, die Sachen. Trialsport ist wie Sackhüpfen auf dem Motorrad in nahezu unwegsamem Gelände. Dabei kommt es nicht auf die Geschwindigkeit, sondern auf die Geschicklichkeit des Fahrers an. Der mehrfache deutsche Meister und jetzige Showfahrer Oliver Ronsheimer ist einer der besten seines Fachs.